Das ist doch fishy ohne Ende. Coronavirus, your family. What the fuck? Hey Volvo, wie ist denn das jetzt da mit deiner Hacker, hm? Aha. Elli Allah. Matchmaking ohne Prime. Letztes Mal keine Hacker. Das Mal davor, also das Spiel davor, auch keine. Machen wir den Triple! Oder haben wir jetzt wieder Drecksäcke dabei? Ich weiß es nicht. Wir machen auf jeden Fall mal Cash, Nuke, Train, super. Ach Gott, Mirage raus, dankeschön. Und gucken mal, wie der Hase so läuft. 3 Tage später. Können wir vielleicht bitte mal anfangen? Ist meine Map-Auswahl vielleicht zu extravagant? Ich meine, Ferno, Vertigo, Train, Cash sind halt auch Maps, die spielt man natürlich eher selten. Bitte. Oh! Ja. Ich nehme jetzt 20 Minuten auf, ne? Kann endlich anfangen. Es rappelt im Karton, Alter. Ey, wenn jetzt nicht alle connecten, ne? Ich höre einfach auf dann. Ist halt ein kurzes Video. Ah, wir sind alle da. Alles gut. Hier seht ihr übrigens ein weiteres neues Knife, das es dann auch wieder auf Twitch im Giveaway geben wird oder als Geschenk. Da muss ich noch gucken. Aber davor gibt es das Talon von Serum. Also wer Knives haben will, einfach in den Stream kommen. Heute um 18 Uhr zum Beispiel. Okay, bitte seid cool. Hallo Team. Hallo. Okay, gut. Hi, go away. Okay, hi, du. Orange hat überhaupt nichts angesagt. Blau auch nicht. Die kommen beide mit auf A. Das ist natürlich jetzt toll. B ist einfach offen. Das ist einfach so dumm. Na, das war ja schon mal ein toller Anfang, ne? Aber vielleicht können wir uns jetzt gescheit aufstellen, ne? Sennheiser, der angesagt hat, dass er bei mir auf A ist, ist jetzt auf B gegangen, hat sich erbarmt. Weil wir schon wieder zu dritt sind hier. Also lasse ich die zwei einfach mal schön auf A gehen in Zukunft. Palace One. No, du keiner. Lurch, Alter. I can drop. There's a weapon on the ground for green, if he wants. Ich habe für grün gedroppt. Grün hat das nicht, dass da eine Waffe für ihn ist. Ich schieße sie mit halt zwischen die Beine. Komm, grün, gönn dir. So, komm, nur noch einer. Oh, nice. Ich hoffe, sie haben jetzt gemerkt, dass wenn wir richtig stehen, dass dann auch mal ein Win rumkommt, ne? Weiß nicht, ob er es wieder rein mollied. Ja, er mollied rein. Am Molling Side. Nice. Okay, wow. Das ging schnell. Ah, die haben einen Eco-Rush gemacht, okay. So, Qualität der Teammates. Wie gesagt, er ist am Callen. Er ist am Callen. Scheint auch etwas älter zu sein, weil seine Stimme sehr angenehm ist. Und ich glaube, gerade eben hat auch der Grüne. Der Schniffle. Hat, glaube ich, eben auch gecallt. Jetzt, wo wir Grün und Blau auch einfach auf A gehen lassen, ist es eine ziemlich schöne Sache. Gutes Ding. One is on short, I think. B, short. Incoming. One jump window. Okay. Connector down. Maybe one fade A. Yeah. Yep. Fade A. Fade A. Der ist echt chillig, dieser Schnüffler. Nice. Aber mit so wenig HP wird's schwierig gegen den letzten. Aber der ist bestimmt da links bei Tetris. Dachte er wohl auch. Nice. Ein Win würde mir natürlich gerade recht kommen, denn es braucht nur noch zwei, dann habe ich einen Rank hier. Und einen Rank zu erreichen wäre natürlich schon mal eine schöne Sache. Also erste kleine Einschätzung. Bei uns scheint kein Hacker zu sein. Bei den Feinden hatte ich bis jetzt zu wenig Kontakt, um das zu bestätigen, beziehungsweise zu wenig Tode. Also da kommt nicht allzu viel von denen. Ich bin jetzt dreimal gestorben und alle drei Tode waren halt normal. Also da war nichts von wegen krass durch die Wand oder sofort in die Fresse. Man sieht ja auch hier, dass hier irgendwie nichts Drastisches passiert, von wegen durch die Wand oder sowas, ne? Also, oder irgendwelche schnellen Hardcore-Shots. Oh Jungs, ihr müsst nicht rangehen. Okay. Wollte gerade sagen, die Bombe ist doch irgendwo down. Ich gehe mit P90 ran. Krieg ich nix. Ich stelle mich unten an der Window und dann wird durchgezogen. Oh nein, Orange. What are you doing? Blau ist AFK. One mit. Geil, Mann. Jetzt bin ich nicht B. Ich habe die P90. Ich hätte die alle umrennen können. Ich kotz. Oh, können die nicht einfach auf ihren Stationchen bleiben, diese Säcke? Müssen die unbedingt mit reinkacken? Boah, Eco und holt eine Pump. Das ist ein verrückter Kerl. Mal gucken, wie Orange jetzt spielt. Der ist die ganze Zeit schon ein bisschen komisch. Also nicht Hacker-komisch, sondern Dummdödel-komisch halt. Ah, die haben die Bombe. Nice, das ist doch ziemlich easy. Kein Plan, was die Gegner gemacht haben. Blau, wo rennst du hin? Der letzte ist oben drin mit AWP. Ballert rum. Der wird Blau jetzt gleich erwarten, ne? Wenn hier nichts passiert. Was machen die denn? Warum? Weißt du, sie gehen ran an die AWP. Warum? Chillt doch einfach. Ihr habt 20 Sekunden Zeit noch. Chillt doch einfach eure Backen. Ah! Oh! Warum killt er ihn nicht beim Weglaufen? Einfach so in den Rücken geballert, weißt du? 3 gegen 1 und sie lassen sich von ihm fisten, obwohl sie sogar die Bombe down hatten, ne? Das ist schon so ein bisschen... Es tut ein bisschen weh. Also nach der Vermutung meines Teams hacken 2
der Gegner. Wobei die Kills, die ich jetzt gesehen habe, nicht nach Wallhack oder sonstigem aussehen, sondern einfach nur dumm gespielt. Ne? Man zeigt sich, der Gegner weiß, wo du stehst. Und man zeigt sich an derselben Position direkt danach wieder und stirbt. Und dann, ah ja. Weißt du, der sagt, die Leute haben Wallhack. Also langsam glaube ich, echt, dass der eine bei mir anhat. Der Grüne, ne? Ich könnte schwören, er sagt ein Ticken zu früh an, wo die sind. Ich weiß nicht genau, ob er die überhaupt schon gesehen hat. Also er sagt sehr genau an, wo sie sind. Das müssen wir mal im Auge behalten. Ob Green, also Sniffles, oder ja, Sniffles, ob er da irgendwie was, was weiß, was wir nicht wissen. Er hat auch eben Window angesagt. Die Sachen sind, es ist irgendwie merkwürdig. Ja, Midbox, hä? Ich glaube, dass, Grün anhat. Grün hilft ja gerade mit dem Wallhack dem Kollegen nach. Also wir müssen unbedingt Grün im Auge behalten. Wenn ich gleich tot bin, dann schaue ich. Weißt du, und er und Spectre sagen die ganze Zeit, dass die Gegner hacken würden. Dabei sind sie die auffälligsten Bongos hier. Schon wieder. Er rennt ganz zielstrebig drauf hier, der Sniffles. He got hit. Nice. Ich muss mir unbedingt mal diesen Sniffles angucken. Ich habe jetzt halt gerade nicht den Tod erfahren. Public geht bei unserem Rush nicht mit. Er hat sich dazu entschieden, lieber auf A zu gehen. Ja, er sagt doch schon wieder One Side. Wie? Wie? Der hackt. Leute, hier ist ein Wallhacker drin bei uns. One is still kitchen. Free kitchen. Also ich gehe sehr stark davon aus, dass Grün wallhackt. Der weiß genau, wo sie stehen. Okay, er ist gerade gefangen. Wir gucken. Alles klar, wir gucken Purple zu. Ramp and Connector. Das war jetzt normal. Er ist ja auch gelaufen und gesteppt wie ein Ochs. Ja, lieber auf den Planty gehen, genau. Das war jetzt normal, ne? Der Gegner hat aber auch gespielt wie ein Brot. Also die Lobby fühlt sich jetzt nicht mehr so gut an wie noch am Anfang. Es fühlt sich echt sehr fishy an. Gerade mit Grün hier bei uns im Team. Das ist ganz merkwürdig, was der macht. Er sagt für uns die ganze Zeit an. Und er kann die Sachen nicht wissen, die er ansagt. So, pass auf. Sniffles ist wieder am Start. Er holt den Assist und schreibt easy. Ja, Underground zum Beispiel. Ja gut, okay, das haben wir auf der Karte gesehen. Und der war vorhin eigentlich auch schon mehr oder weniger gecallt, aber... Ich muss jetzt eine Eco machen, Jungs. Ich kann das nicht reinkaufen. So wie ihr ständig mit... Weißt du, der eine hat 1,6 und kauft runter. Ja. Habt ihr jetzt diesen Scope-Transfer gesehen? Er guckt kurz Connector, schießt dann auf Window, geht um die Ecke, kommt zurück und hat sofort den auf Short im Blick, den man davor nicht gesehen hat. Also das wirkt irgendwie schon stark nach... naja, ne? So nach... One on side, ey. Onside A down. Another one. Ich weiß nicht, wo dieser Paradise stand, der mich eben durch die Smoke und durch den Rand der Ecke gekillt hat. Wenn er onside stand, okay, ich war sichtbar, ich habe seinen Mate gekillt. Wenn es aber der war, der rechts neben mir auf der Treppe stand, dann ist es ein bisschen merkwürdig. Gut, die anfängliche Freude ist wie gesagt verflogen. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das Grün durch die Wände gucken kann. Also er weiß einfach zu viel. Und auch Orange, der eigentlich gespielt hat wie ein Eimer, hat jetzt diverse Kills gemacht, die für einen Eimer nicht typisch sind. Bei den Gegnern wiederum war der eine Shot jetzt halt merkwürdig, dieser eine einzige da an der Treppe. Hier ist halt wieder so ein ewig langes Feuergefecht von irgendwelchen Dödeln. Ah, noch ein kleiner Assist. Wow, okay. Ich muss es mir echt nochmal angucken. Aber wisst ihr was, ich werde es so machen. Ich verarbeite das Spiel, ich lade es hoch und gucke mir es danach an, weil sonst habe ich heute nicht genug Zeit. Heute ist ja auch wieder Stream, habe ich ja vorhin schon angekündigt. 18 Uhr ist Livestream-Time. Also der ist auch sehr komisch, dieser MNR. Der hat ja am Anfang gespielt wie, keine Ahnung, ohne Tastatur. Und auf einmal macht er hier die krassen Ghosts, die krassen Shots, die Tactics und sowas. Und ich werde gefistet, lass mal das schauen. Guck dir mal dieses Pre-Aim an von ihm, von Spectrum. Also im Moment vertraue ich gerade keinem einzigen von meinem Team. Keinem. Ich glaube echt, dass mein Team einfach am Rhein... Kacken ist, also reinhacken ist. Aktualisierte Zusammenfassung, bei uns ist mindestens ein Hacker dabei und bei den Gegnern vielleicht auch einer, dieser Hawkey oder Hawkeye oder wie er sich nennt. Die Hacks unterscheiden sich dennoch jetzt schon stark von den Hacks, die wir am Anfang gesehen haben. Da haben wir Spinbotter gehabt in meinem Team, im Gegnerteam. Hier ist es jetzt deutlich subtiler, also es wirkt schon so Richtung Legit Hack. Hacks, die etwas teurer sind. Guck dir das zum Beispiel an. Dieser Kerl hier, Spectre,
Guck dir das Aiming an und so weiter, also sein Pre-Aim. Dieser blaue Mann ist einer unserer Top-Fragger. Blau hat aufgegeben, der ist AFK. Oh, die kommen schon. Na, er hat direkt weitergeballert zu mir. Hat mich aber, glaube ich, auch gesehen. Oh, guck dir das an, guck dir dieses Aiming, also dieses Defusing. You need to hurry. Ich werde so hart zusammengerissen und die Jungs. Er hat Short schon wieder angesagt, ohne dass irgendjemand wissen konnte, dass er Short ist. Es gab keinen Indikator dafür, dass ein Gegner Short ist. Niemand hat ihn gesehen. Coronavirus, your family. What the fuck? Schon wieder. Er sagt mid clear und dann one short. Aber man konnte ihn nicht sehen. Er ist auch noch gar nicht da. Und Connector konnte auch nicht sehen. Nee. Jetzt hörst du aber. Also ich meine, es ist logisch, dass da einer Connector ist und vielleicht auch einer noch Window. Aber sage ich es so an, so extrem, dass alle vielleicht von Window weggucken, wo einer sein könnte, dass alle nur noch in Ding reinglotzen. Au. Weißt du, und der spielt, habt ihr es eben gesehen, der spielt halt echt so dödelig. Das sieht durch die Wand. Dass zwei rechts sind. Ja. Ja, das. Nee! Oh, guck mal, die Ranks! Also, wir befinden uns auf DMG LE. Da bin ich echt nicht schlecht eingerankt, ne? Mein Main-Account war damals Doppel-AK, als er eingerankt wurde. Wenn ich jetzt als DMG oder LE eingerankt werde, dann wird das ja zu meinem Main-Account passen, ne? Da werde ich die ganze Sache mal jetzt zusammenschnibbeln und für euch hochladen und mir danach das Spiel nochmal angucken. Ich bin mir aber sehr sicher, dass wir mindestens einen Hacker bei uns hatten und dass wahrscheinlich auch ein Hacker bei den Gegnern war. Also, dieses Spiel war nicht hackfrei. Wir sehen uns dann jetzt gleich im Livestream, also für die, die Zeit haben. 18 Uhr fangen wir an und machen bis 22 Uhr. Vielen Dank für die Likes, vielen Dank für die Kommentare. Haut rein und bis, ja, dann vielleicht gleich. Later. Selbstverständlich wäre dieses Video kein richtiges Video, wenn ich nicht meinen Patreons und auch meinen Kanalmitgliedern danken würde. Vielen Dank an Bedwolf, Sir Drop, Der Nana, GeForce, Minerswin, Mr. Adrian und Seppel für eure Patronenschaften, Patriarchen. Sowie natürlich auch noch ein Dankeschön an meine Kanalmitglieder hier auf YouTube, Christoph F., Chaosdämon und Angrab. Vielen Dank für eure Unterstützung.